Hallo zu Steps World und einem neuen Tutorial. Ja, wie wechselt man beim Lego Mars 3D-Drucker die FEP-Folie? Das ist eigentlich ganz einfach, ich werde es euch gleich zeigen. Als erstes, ihr benötigt natürlich die Folie als Ersatz und einen 2 mm sowie einen 2,5 mm Inbusschlüssel. Vielleicht sind sie beim Drucker dabei, wenn nicht, die benötigt ihr. Und noch zusätzlich, ja, einen Nagel oder einen kleinen spitzen Kreuzschraubenzieher, um ein paar Löcher in die Folie zu pieksen. Seht ihr aber gleich. Los geht's! Der Rahmen mit der alten Folie liegt vor uns, am besten auf ein wenig Küchenpapier gelegt. Das sind die neuen Folien und die sind mit einer Schutzfolie umhüllt, ist also kein Problem. Zuerst die großen Schrauben lösen, an die anderen kommt ihr auch noch nicht dran, mit dem 2,5 mm Innenbusschlüssel. Habt ihr alle Schrauben entfernt, können wir das Innere vom äußeren Gehäuse lösen und ihr kommt an die kleineren Schrauben dran für den 2 mm Inbus und ja, die alle nacheinander lösen. Habt ihr alle Schrauben gelöst und entfernt, können wir den oberen und unteren Rahmen trennen und die Folie, die alte, entfernen. Dann die ganzen Rahmenteile reinigen, am besten mit Isopropanolalkohol, das Ganze ein wenig abwischen und säubern, auch den großen Rahmen. Sind alle Teile gut gereinigt, können wir die FEP-Folie aufbringen. Dafür die Schutzfolien von der FEP-Folie entfernen. Ich habe mir auch für die Arbeit Handschuhe angezogen. Es empfiehlt sich übrigens, eine gute FEP-Folie zu kaufen, denn die gehen beim Montieren nicht so schnell kaputt. Sind viel strapazierfähiger als solche billigen Dinger. Die neue Folie zwischen die zwei Rahmenteile legen und dann an einer Ecke mit, ja, in meinem Fall einem ganz spitzen Kreuzschraubenzieher, einem kleinen, an einer Ecke ein Loch durch Rahmen und Folie pieksen. Dann könnt ihr die erste Schraube eindrehen. Als Schutz solltet ihr natürlich wieder Küchenrolle oder ein weiches Tuch unterlegen. Und jetzt ist wichtig, von Ecke zu Ecke im Prinzip arbeiten mit den Schrauben, also gegenüberliegend Loch reinpieksen, Schraube rein, festziehen und dann wieder zur nächsten Ecke und so weiter und so weiter. Ihr müsst auch nicht darauf achten, dass die Folie besonders stramm ist. Die spannt sich erst hinterher, wenn sie in den kompletten Rahmen eingesetzt wird. Habt ihr alle Schrauben fest angezogen? Ihr seht, jetzt ist die Folie noch labberig. Jetzt können wir sie in den endgültigen Rahmen reinschrauben mit den großen Schrauben und da müssen wir etwas vorsichtig sein. Zuvor schneiden wir die überschüssige Folie noch mit einem Cuttermesser oder einem scharfen Skalpell weg. Wenn wir dann den Folienrahmen in den großen Rahmen reinsetzen, müssen wir etwas vorsichtig vorgehen. Erstmal in alle vier Außenlöcher ein Löchelchen pieksen in die Folie, alle Schrauben, also alle vier Schrauben eindrehen, aber nicht anziehen, ganz locker nur und dann nach und nach festziehen, denn so spannt sich die Folie und wenn ihr nur eine Seite belastet oder zu sehr belastet, dann reißt die Folie relativ schnell oder kann. Und deshalb auch eine gute Folie verwenden, denn die hält viel mehr aus wie eine billige Folie. Nach den vier Eckschrauben könnt ihr nach und nach alle anderen Schrauben einsetzen und die auch vorsichtig nach und nach anziehen. Dann werdet ihr merken, passiert der Folie nichts und die ist hinterher super toll gespannt. Geschafft, fertig und super gespannt, sieht alles klasse aus. Also ist keine Hexerei, das zu wechseln,
dauert ein wenig, weil ein paar Schrauben sind ja zu lösen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!